Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich war heute so durch. Erstmal habe ich verpennt. Mein Wecker geklingelt und dann wollte ich den, ohne Brille aufzusetzen, weiterstellen. Das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Nur so semi-gut. Ich habe immer schon vorgefertigte Wecker für Arzttermine, die in einem halben Jahr sind oder so, damit ich die nicht verballer. Und meinen Zahnarzttermin habe ich jetzt den Wecker verstellt. Dementsprechend habe ich verpennt, weil mein anderer, normaler Wecker natürlich nicht geklingelt hat. Oh Mann. Und ich bin aber wirklich zur Arbeit und so. Aber ich war so durch. Wirklich die letzten Tage auch, ne, das mit dem Hund und Hütten bauen und so. Ne, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche. Baue gerade eine Entenhütte und so, die jetzt dann irgendwann Meerschweinchenstall wird. Aber das machst du ja alles irgendwie noch nebenbei und den ganzen Tag. Ich bin dafür einfach nicht mehr gebaut, ne? Ich geh jetzt eigentlich nicht. Fahr ruhig vorbei, ich häng mich. Ja, ich brauche unbedingt eine Fanfare. So laut, Alter. Das hört sich an, als wenn du bei mir drinnen sitzt. Ja. Brauche, bin momentan einfach nur fertig. Liegt vielleicht auch am Wetter. Ja, obwohl ich das Wetter ja mag. Also, aber na klar, nur Wärme und so, das schlaucht auch. Aber ich glaube, was jetzt gerade schlaucht, ist schon wieder dieser Wetterumschwung. Erst warm, dann wieder etwas kälter und Regen und dann jetzt wieder richtig schnell voll warm. Ich hatte auch tierische Kopfschmerzen heute. Das habe ich ja oft, wenn Wetterumschwung ist. Ja, das bleibt doch nicht aus. Das ist immer von dem einen Extrem ins andere. Ja, genau. Na, und ich bin halt auch keine 20 mehr. Das ist einfach so. 20 hatte ich so eine Probleme natürlich nicht. Vielleicht auch, weil ich immer besoffen war. Ich weiß es nicht. Ist nur eine Vermutung. Kenne ich irgendwie. Ja, genau, Marie. Ne, bei mir mit dem Hund und so. Das war halt auch zusätzlich einfach noch. Was bremsen die hier alle? Hast du einen Unfall gebaut? Nee. Die letzten Minuten, das Wetter ist auch nicht schön. Die letzten Tage auch mit Kopfschmerzen, deswegen war ich nicht da. Oh, gestern. Ja, ich habe mich schon gewundert, weil du ja auch immer sagtest, das 7 Days fandst du eigentlich auch immer ganz geil. Ich habe schon gefragt, wo ist Marie? Aber gut, man hat ja auch nicht immer Zeit. Das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Das hier ist ja keine Pflichtveranstaltung. Wenn man was anderes vorhat oder es einem nicht gut geht, ne, geht das immer vor. Keine Pflichtveranstaltung. Wieso zwingst du mich dann enden? Was? Das ist eine glatte Lüge. Ich zwing ihn gar nicht. Überhaupt nicht. Aber ich muss gleich mal eine SMS schreiben an denjenigen, der hinter ihm steht mit der Knarre. Muss mehr Druck ausüben. Rechts halten. Och, da kann hinter mir stehen, wer will. Ist egal. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Ja, gestern hatte ich mega Kopfschmerzen den ganzen Tag schon über. Dann lag ich dann liegen. Ja, ey, kann ich verstehen. Ich hatte auch gestern
Heute Kopfschmerzen, auch teilweise so ein bisschen so, boah, schummrig, Kreislauf. Da habe ich mir schon gedacht, boah, nicht, dass ich zu Hause gleich eine Tablette einwerfen muss oder so. Hatte ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf. Ein Mod muss anwesend sein, Abati, sagt Marie. Ne? Ach so. Scheißegal, ob Nachtschicht oder nicht. Wie war das mit der eigenen Nase? Weißt ja, wer im Glashaus sitzt, ne, sollte nicht nackt herumlaufen. Ach, wieso nicht? Ja, ist auch wieder recht. Ist die Frage, ob man es sehen will. Ja, man kann ja weggucken. Eben. Aber das ist ja das Problem, ja, in der Gesellschaft. Bei manchen Leuten kann man nicht weggucken. Wir können ja nicht weggucken, wir können ja nur urteilen. Was meinst du? Ja. Sag, bei manchen Leuten muss man hingucken. Ja. Da geht weggucken schon gar nicht mehr. Boah, ich musste heute weggucken. Das, also... Ich wusste auch nicht, wie man da, was man da machen sollte anders. Also wir hatten zwei. Nein, das ist jetzt nicht. Das ist jetzt. Das klingt jetzt irgendwie doof, aber da waren junge Mädels bei mir im Laden. Mit so einer weißen Stoffhose, wo der Tanga durchgeguckt hat. Und da guckst du natürlich nicht bei einem jungen Mädchen hin. So wollte ich sagen. Also jetzt nicht, weil die hässlich war oder sonstiges, sondern weil man das nicht macht, als ein Mädchen ist. Du verstehst? Durften sie schon rauchen? Weiß ich nicht. Dann könnte ich jetzt einen Spruch bringen, nur den kneife ich mir gerade. Ich wollte gerade sagen, ich sag... Überleg dir, was du jetzt sagst. Ich sag am besten gar nichts. Ja, es ist so. Da fiel mir dann auch gleich so dieser Text von Eminem ein aus seinem ersten Album, der Song Guilty Conscience. Wo es da im zweiten Text auch darum geht, dass der eine Typ irgendwie Mädel flachlegen will und Dr. Dre spielt ja in dem Song den. Ja, die gute Stimme und Eminem als Slim Shady ja die böse Stimme und Dr. Dre sagt dann zu dem Typen im Endeffekt so, ja, bist du ganz dicht, du kannst doch jetzt nicht mit der pennen. Das Mädel ist gerade mal nur 15 Jahre alt und Eminem sagt halt, ah, drauf geschissen, guck, hat sie einen Busch unten, also ran da, weißt du, so. Ja, oh, auch richtig übel eigentlich, der Song. Ich war in der Pause einkaufen, man hatte da so einen mega Ausschnitt, da konnte ich auch nicht weggucken. Ihre Bubis sind fast rausgefallen. Ganz ehrlich, ist gefährlich für einen Mann, ne? Das ist... Also, ich weiß mich ja zu benehmen. Man gafft halt Frauen nicht an wie Fleisch. Scheißegal, wie sie angezogen sind, ne? Macht man nicht. Aber gerade wenn man mal so ein bisschen in Gedanken ist, kann das mal passieren, dass man doch ein bisschen mehr guckt, weil man halt gerade nicht, wie soll man sagen, gehirntechnisch hundertprozentig anwesend ist. Und Brüste sind für Männer ja auch wie Laserpointer für Katzen. Das muss man leider auch sagen. Den Vergleich habe ich auch noch nicht gehört. Oh Mann. Oh, wir müssen links rüber. Bitte links halten. Die Leute, die jetzt draußen gucken, bitte nimmt das alles nicht so ernst. Wir machen Spaß. Ne? Chillt eure Eierstöcke. Das ist wie mit deinem Beispiel gerade. Kerze brennt, aber keiner zu Hause. Ja. Mal ein bisschen runterbremsen.
aber ich hatte auch mal eine Schwierigkeit, einen Film zu gucken. Siehst du? Und das als Frau. Die Frauen sind teilweise sogar schlimmer als wir Kerle. Ja, aber bei anderen Frauen. Ja, das ist schon klar. Ne? Es ist mir auch schon, also nicht alle natürlich, aber es ist mir schon auch schon öfters aufgefallen, die urteilen richtig. Da siehst du dann richtig die urteilenden Augen. So nach dem Motto, das ja. Kann die doch so nicht anziehen. Kann die sowas anziehen. Und der Mann denkt sich, warum kann meine Frau nicht sowas anziehen? Denkt das natürlich nicht laut, weil sonst kriegt er auf die Fresse. Ach, wie schön, dass ich laut denken darf. So, Tempomat. Aber ich weiß, es gibt eine, ist ein Unfall. Aber kommen wir dran vorbei. Was wollte ich sagen? Es gibt eine Geschichte. Da komme ich immer mal wieder gerne nach einer bestimmten Zeit oder so zurück, um meine Frau dann zu ärgern. Da waren wir noch recht frisch zusammen. Und dann waren wir in einem Schwimmbad. Und dann gingen da so zwei Typen vorbei. Und der eine war halt, ja, übelst durchtrainiert, ne? Recht krassen Body. Und da habe ich meine Frau halt dabei erwischt, wie sie sich fast den Kopf verrenkt hat, weil sie echt wirklich den Hals hinterher und so. Und ich gucke sie an. Ich sage, na, hat dir gefallen, was du gesehen hast? Und dann wurden die Augen groß. Ich habe geguckt, weil, ich weiß nicht, sie hat irgendeine Ausrede da gehabt. Ich sage, ja, nee, schon klar. Weil er so schöne Haare hatte. Schon klar. Kann sie doch ruhig sagen, meine Güte. Wenn es ästhetisch ist. Ey. Es ist auch immer noch. Ich hatte da überhaupt keine Probleme mit. Aber es ist ja immer noch sichtlich unangenehm, wenn ich die Geschichte immer wieder auspacke, wo ich mir denke, ist doch nicht schlimm, meine Güte. Wie oft hast du die schon ausgepackt? Rechts halten und dann. Aber so oft schon. Rechts nehmen. Nee, also zu Anfang der Beziehung natürlich noch öfters, weil es. Nimm die Ausfahrt rechts. Recht präsent war. Ja, jetzt vielleicht mal alle 3 Jahre oder so, kommt das mal irgendwie auf den Tisch. Ja, dann ist einfach, wenn man mal so in Erinnerung schwelgt oder so, weißt du? Mhm. Oh Gott. Zieh! Digga, zieh! So, Marie schreibt, nee, so bin ich nicht. Jeder darf anziehen, was er will. Wenn man sich wohlfühlt. Ja, das ist ja, auf jeden Fall. Es ist... Das war jetzt auch nicht böse gemeint. Nee, eben. Wir machen ja nur Jokes. Na, also, es ist auch immer wieder... Es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, boah, wie können denn sehr übergewichtige Leute immer nur Leggings anziehen? Ich sag dann meistens... Weil es bequem ist. Naja, ganz einfach, ne? Also, ein Fuß rein, zweiter Fuß rein, hochziehen. Natürlich sieht das für den einen oder anderen nicht ästhetisch aus, aber wenn derjenige sich wohlfühlt, ja, meine Güte. Wir sind in Stuttgart! Bitte links halten. Komplett links halten jetzt? Soll ich hier schon abfahren? Nee. Nee, hier nicht, ne? Nee. Eben, Leggings sind voll bequem, sagt Marie. Ja. Glaube ich dir. Ich selbst trage keine. Sieht als Mann vielleicht dumm aus. Ey, ich habe mir jetzt... Ja, beim Mann heißt man. Das sind Radler-Shorts oder was weiß ich was. Ja. Ist sowas ähnliches. Zum Beispiel auch überhaupt nicht ästhetisch. Aber ey, wenn derjenige sich wohlfühlt, zieh an. Ne? Ja, kein eben. Ding. Das ist so wie... Ich habe mir... Ja, einmal jetzt das Shirt, was ich hier anhabe, mit meinem Kaktus drauf bestellt, in Größe XL. Ist leider eine Nummer zu groß. Das sieht man auch eigentlich, also wenn ich stehe. Aber irgendwie finde ich es für den Sommer ganz geil, weil dadurch sitzt das sehr locker, luftig,
eben mit dem Hund draußen gewesen, wenn Wind kam, weißt du, schöne Brise da unter und so. Immer geradeaus. Und da habe ich jetzt noch eins. Ich habe überfahren nach roten Ampel. Ich stehe doch an der Ampel! Scheiß Drecksbullen! Fotzen, Huren! Entschuldigung. Kurzer Tourette-Anfall. Das ist natürlich schon das zweite Mal. Das hatten wir letztens schon mal. Fahren einer roten Ampel, Alter. Ich war gerade am Bremsen. Ja, das passiert zwischendurch mal. Rechts und dann rechts ab. Ja, sind die Abstände dann irgendwie falsch programmiert oder irgendwie sowas in der Art? Biege nach rechts ab. Ich habe mir jetzt, ja, einige haben das vielleicht von euch, ist es aufgefallen, weiß ich nicht. Bei den Videos jetzt auf Instagram, die ich ja auch auf Discord stelle, über den Entenstall. Da habe ich auch so ein graues Muskelshirt an mit Teenage Mutant Ninja Turtles drauf. Und das habe ich in XL bestellt, weil ich es auch größer wollte. Ein bisschen. Es war ein bisschen zu groß. Da habe ich bei Amazon gesagt, hier, könnt ihr wieder haben. Ist mir zu groß. Und die haben gesagt, ja, kriegst dein Geld wieder, brauchst aber nicht zurückschicken. Okay. Was? Jetzt habe ich es behalten. Und hab's mir noch mal in L bestellt. Und das in XL trage ich jetzt auch immer gerne so im Garten. Ist das richtig, was ich hier tue? Nee, ich weiß es nicht. Ist das richtig? Nee, ich glaube, du musst rechts hoch. Shit. Rechts hoch an der Ampel links. Ist da jemand hinter mir? Werde ich ja gleich merken, ne? Es knallt noch einen Meter. Ja. Yeah. Ja. Auf jeden Fall habe ich das jetzt zweimal. Links halten und dann links. Ey, ja, komm, das ist halt ein bisschen zu groß, ey. Man sieht's. Biege sieht jetzt nicht unbedingt geil ab. Aus, aber ist schön luftig. Solange es bequem ist, ist alles okay. Genau. Ist ja eh für zu Hause. Warte, ich muss hat's ja gesagt. Im Kopf wackeln, weil hier mein Lenkrad auch eben gewackelt hat. Wenn ich es wenigstens abpassen könnte. Wir fahren auf die Baustelle. Auf dem Bau. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, wie? Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Na, Gott. Hier. So, Marie, ist das irgendwie störend, dass das ab und zu mal so ein bisschen ruckelt, wenn ich mein Kopf in-game sich mitbewegt? Oder geht das? Weil ich finde das echt entspannt mit dem... Ich muss da nicht immer noch nebenbei mit der Maus rumfuchteln. Demnächst links abbiegen. Demnächst links abbiegen. Ja, woanders kann ich nicht hin, Alter. Dann präsche ich gegen Beton. Biege nach links ab. Hartes Terrain. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich stehe. Geht. Ist ein bisschen so, als würde man selber fahren. Okay. Du hast also epileptische Anfälle, wenn du fährst. Okay, wusste ich nicht. Ist okay. Oh, bist du fies. Ja, das ist... Ich glaube, Marie kann das ab. So, ich mache jetzt hier unten mal ein bisschen... Und gleich die Abo. Marie has left the chat. Okay. Marie left the building. Ja. Okay. Ups. So, ich stehe jetzt unten. Ich weiß gar nicht, wie soll ich den denn rückwärts einparken, wenn ich jetzt... Naja. Wo soll denn der hin? Ja, nee, ist klar.
Kriegen wir hin. Was hast du angeklickt? Oben oder? Oben, ja. Stehe ich jetzt in deinem Parkbereich? Nee, du stehst davor. Ich habe schon manchmal Zuckung. Ich dachte, das wäre normal. Ist auch normal, Marie. Das ist absolut normal. Mach dir keinen Kopf. Ich mich mal an der Seite. So. Guck ich mir das Schauspiel jetzt gerade mal an. Ja, guck's dir mal an. Der scheiß Bagger hier nicht, der scheiß Zementmischer nicht noch stehen würde, wäre das einfacher. Dafür bekommst du aber auch mehr EP, ne? Oh, falsch gelenkt, falsch gelenkt, fuck. Okay, das war ein bisschen zu viel. Ach du Scheiße, du musst dazwischen. Sieh. Und das wird gleich nicht gelten. Auch wenn ich gleich gerade bin, wird das nicht gelten. Wahrscheinlich, weil. Ja, du musst auf jeden Fall nord links rüber. Ja, eben, das meine ich. Ansonsten zieh nochmal gerade mit der Zugmaschine raus und lenk nochmal minimal ein. Muss ich ja. Weil du wirst jetzt, glaube ich, vorne nicht mehr rumkommen. Obwohl er sagt grün, aber. Nee. Da sagt mein Monk, nee. Das geht so nicht. Wenn grün, dann gut. Nein, nicht so. Ich stand auf den Rohren, könnte man fast sagen. Da kannst du nicht sagen, wenn grün, dann gut. Sehe ich auch so, standst du nicht gerade, ne, Marie? Marie hat auch so einen kleinen inneren Monk. Ja, ich glaube ja. Aber soll ich das verraten? Im Spiel ist mir das sowas von egal manchmal, aber im Privatleben, ich muss vernünftig stehen. Ja, ich auch. Ist immer so geil, manchmal wenn meine Frau dann sagt, boah, du stehst voll schief. Ich dachte, ich stehe nicht schief. Doch, das sehe ich doch. Und dann steigt sie aus. Ich sag, na, ich stehe schief, ne? Irgendwie kommt dann nichts mehr. Das ist... Gut. Ja, manchmal nicht so einfach bei mir mit einer 5-Meter-Mühle. Nicht nur beim Einparken. Habe ich den Monk. Nee, ich habe den auch bei ganz vielen anderen Sachen. Wo denn noch, Marie? Sprich dich aus. Ja,